Na, sieht das nicht cool aus? Ich finde schon. Willkommen. Willkommen bei Surviving Mars. Willkommen auf dem roten Planeten zum Preview. Let's Play. Dritte Folge schon. Schön, wie gut die beiden ersten Folgen bei euch angekommen sind. Viele freundliche Kommentare. Viel Freude auf dieses Let's Play, das wir hier zusammen bestreiten werden. Ihr und ich gemeinsam. Und ich hatte in der letzten Folge dazu aufgerufen, oder in der ersten Folge glaube ich schon, ne? Dazu aufgerufen, mir mal ein paar Bewerbungen zu schicken, falls ihr hier als Mitarbeiter der kolonialen Verwaltung oder als Minister, als hoher Beamter oder auch einfach nur als einfacher Kolonist mitmachen wollt, mal ein paar Begründungen mir zu posten, warum ich euch mitnehmen soll auf einer Rakete hin zum Mars. Entschuldigt bitte. Ihr wisst ja immer noch, ich bin ein bisschen erkältet. Da kamen jetzt so viele in so kurzer Folge rein, so viele Bewerbungen. Ich will jetzt mal... Ach, wisst ihr was, wir machen so. Ich lese eine pro Folge immer vor. Heute starte ich mit keiner. Keiner schreibt. Er schreibt tatsächlich was. Also keiner existiert tatsächlich. Und es ist auch nicht der kleine Bruder von niemand, sondern es ist keiner. Keiner schreibt. Ich bewerbe mich hiermit für die Kolonistenstelle für den Job des most awesome colony president you will ever have. Make Mars great again. Totally truth, I swear. No fake news. Und mein peaceful and kind government of justice. Blub, 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 blub. Und er wünscht sich unter anderem nochmal, no fake news. Und great Mars colony, the greatest Mars colony ever. For all wives, children and fancy women. Vote for governor, keiner for president. Und so weiter und so weiter. Das zieht sich noch eine ganze Weile. Ich glaube, ich habe die Essenz der Botschaft rübergebracht. Keiner ist fest davon überzeugt, nämlich von sich. Und das ist doch das Maß an amerikanischem Selbstbewusstsein, das tatsächlich gut passt, oder? Denn wir haben ja als Sponsor die USA dabei, das habt ihr ja mitbekommen, die rüsten hier tatsächlich unsere kleine Mars-Expedition aus. Insofern, auch wenn das jetzt nicht immer so unglaublich bescheiden und sympathisch gerade rüberkam, als Rollenspiel keiner, super gemacht, super gelöst, das passte perfekt. Aber schaut mal hier, die Kameraführung, ich verliere mich ja ganz schnell bei sowas. Das ist ja nicht nur für mich Zahlenschubsen, so eine Wirtschaftssimulation. Das Auge spielt immer mit. Schaut mal, wie dicht man über der Marsoberfläche hin und her gleiten kann. Wir haben quasi unsere eigene Drohne, mit der wir hin und her schweben können über die Metallbrocken, die hier sind. Stellt euch vor, wir würden hier wirklich leben und arbeiten und vielleicht morgens einen Spaziergang machen. Nach dem US-Frühstück, das wir uns reingepfiffen hätten, würden dann langsam auf die Rakete drauf loskommen. Würden hier die Stromleitung finden, würden drüber stolpern, würden uns den großen See stoßen, würden unsere Lager entdecken und begutachten, würden schauen, ob die Drohnen schon fleißig am Hin- und Her-Rattern sind. Hier ein Fahrzeug auf der linken Seite, hier die Rampe, die immer rauf und runter fahren. Da hinten, das sind die Betonextraktoren, die beiden, das sind die kleinen Drohnen. Wir haben 8 Stück von denen. Vielleicht holen wir uns auch mal welche aus der Heimat und ordern welche nach. Wir könnten viel mehr versorgen. Der linke Betonextraktor, der ist schon fertiggestellt, am rechten wird gearbeitet. Übrigens, vielen lieben Dank an Matthias Spannheimer, der das Rätsel gelöst hat, wieso wir beim letzten Mal plötzlich so einen Energieschwund hatten. Ich hatte nämlich eines meiner Fahrzeuge auf die Stromleitung draufgestellt. Das hatte dann automatisch seinen Akku nachgetankt. Und das wurde dann tatsächlich, so funktioniert das Mikromanagement hier, das hat dann sofort die Energiebilanz getroffen. Okay, was machen wir als nächstes? Also wir wollen ja auf jeden Fall Kolonisten hier hinholen, sonst können wir die ganzen schönen, teuren Gebäude gar nicht bauen. Bislang nur Drohnen, unbemannte Drohnen, die für uns rattern. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Energie. Hier ein Blick drauf, ihr seht es, wir haben 20 Produktionen pro Stunde an Energie und 17 bedarf ein ganz kleines Plus nur. Und wenn da hinten der Betonextraktor noch dazukommt, das reicht vorne und hinten nicht. Wir brauchen definitiv deutlich mehr. Und wisst ihr was? Wir haben doch, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, wir haben noch diese Stirling-Generatoren. Bislang war ich ganz sparsam, habe nur 4 große Solarkollektoren hingestellt, weil die halt funktionieren auch mit den Mineralien, die ja im Übermaß einfach so auf der Marsoberfläche herumliegen. Jetzt wollen wir doch mal mindestens einen dieser Stirling-Generatoren bauen. Die verbrauchen zwar Polymere, die wir im Augenblick noch nicht selber herstellen können, aber wir haben ja relativ viel Geld auf der hohen Kante, können vielleicht notfalls, wenn uns die alle gehen und wenn wir noch keine eigene Fabrik haben, auch welche von der Erde uns schicken lassen. Ich baue mal einen. Standardproduktion 10, das heißt, dadurch sollte unsere Stromproduktion einen Riesensatz voranmachen.
Schaut mal, so sieht er aus. Der Stirling-Generator, ein winzig kleines Pünktchen. Den stelle ich mal direkt neben eine Stromleitung hier. Genau. Nicht zu dicht an den Betongeneratoren dran, sonst wären die nur zugestaubt. Hier ist doch noch Platz frei. Schaut mal. Hier ist auch Platz frei. Wir können die genau dazwischen stellen. Cool, das nimmt ja richtig perfekt. Da werden die Baulücke noch genutzt. Das gefällt mir. Und, wollen wir gleich mal schauen. Baufortschritt, das ist... Ja, ich gehe mal hier eins runter. Mach den nochmal eins hoch. Obwohl, wie viel verbraucht er? Verbraucht? 5 Strom. Oh, dann haben wir ein kleines Defizit. Das ist aber nicht so furchtbar schlimm. Denn wir haben ja den Akkumulator. Wir haben die Batterie hier und haben gespeichert. 100 Strom gespeichert. Ja, dann... Hier entsteht der nächste Stirling. Hier entsteht der erste der beiden Stirling-Generatoren. So, 10. 10 mehr haben wir jetzt an Strom. Und der scheint, was immer ein Stirling-Generator ist, der scheint auch bei Tag und bei Nacht zu funktionieren. Das ist da zauberhaft. Und wir haben jetzt... Wow. Das ist ja cool. Immer noch 100 etwa gespeichert. Und haben jetzt doch 13. 13... zu viel, dass wir produzieren. Also wir produzieren fast doppelt so viel, wie wir benötigen. Das ist doch zauberhaft. Das ist echt klasse. Und jetzt können wir uns auch, jetzt gehe ich, das habe ich ja lange nicht mehr gemacht mit euch, mal einen Blick raus und wir gucken mal, wie schnell das hier mit dem Scannen läuft. 94%. Bald ist der Sektor fertig gescannt. Ich würde ansonsten nämlich gerne einen Sensorturm dorthin stellen. Aber wir warten erstmal ab. Wir lassen noch ein bisschen weiterlaufen. 95%. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Wir schauen mal, wo unsere Fahrzeuge sind und was die treiben. Der ferngesteuerte Transporter, der macht gar nichts. Das gibt's doch gar nicht. Der hatte hier, stimmt, der hat die Batterien aufgefüllt und der sollte doch irgendwo hier oben, hier, da ist das Metallvorkommen. Dann schicken wir den hier hin und sagen dem, bitte nochmal Ressourcen einladen. Und der Erkunder, wo ist der? Oh, der hat nicht mehr viel an Batterien. Den ziehe ich mal oben so eine kleine Route lang. Dann sollte man den auch schon runterziehen, oder? Wie langsam der über die Wellen hier drüber schwebt. Über die Sanddünen. So, ich schicke ihn auch gleich wieder zurück, oder? Wir werfen jetzt mal einen Blick auf die große Karte. Und stellen fest, Scan bei 96%. Ich habe keine Lust, dass er hier irgendwie verschollen geht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas mit dem wirklich entdecken. Wir testen mal die Wegfindung. Ich schicke den mal zurück hier zu einem Stromkabel und sag dem, bitte wieder aufladen. Hier. Weil das scheint gar nicht zu bringen. Oh, schaut mal hier, der leuchtet gelb auf. Das bedeutet, bei ihm geht auch die Batterie alle gegangen und er fährt jetzt automatisch zurück zu dem Rover, der ihn steuert und tankt doch Strom auf. Langsam wird es wieder dunkel. Ich gehe nochmal raus. Wir sind bei 100% und? Na? Gleich müsste es soweit sein. Ich gebe mal ein bisschen Sektor scanned. Anomaly found. Select a sector to scan. Das ist interessant. Das wollen wir mal schauen. Wir können einen neuen scannen. Hier finden wir 331 Beton und 77 Metalle. Das ist natürlich nicht allzu viel im Vergleich zu dem, was wir hier regulär haben. Aber direkt hier am Rand, schaut mal, das hier. Sehr niedrige Qualität, wobei ich noch nicht rausbekommen habe, was die Qualität bedeutet. Die Anzahl ist klar, wie viele Einheiten man gewinnen kann, aber wie die Qualität dabei reingerechnet wird, das weiß ich nicht. Direkt neben der Rakete haben wir noch eine Anomalie. Oh, das ist gut. Da sollten wir sofort unseren ferngesteuerten Erkunder hinschicken und von wegen Batterie aufladen. Der soll hier mit interagieren, der soll die erforschen. Und jetzt können wir uns ein neues Fleckchen überlegen, das wir scannen sollen. Und vielleicht bauen wir tatsächlich nochmal einen Turm. Also ich hätte gern unterirdisches Wasser vorkommen, aber ich hätte auch gerne Weihnachten und meinen Geburtstag an jedem Tag auf einmal.
Und jedes Mal dicke, viele Geschenke. Ich gehe mal einzeln durch. Halt, guck mal, hier ist Wasser. Drei Felder weg von uns. Drei Felder weg. Hier, nochmal Wasser. Zwei nebeneinander. Hier könnte also echt ein Wasservorkommen sein. Soll man in die Richtung mal scannen? Hier auch Wasser, aber nur ein einzelnes Wasserfeld. Insgesamt soll es ja angeblich viel Wasser hier geben. Hier unten ist wieder mal nichts. Nur Metalle und Beton brauchen wir nicht unbedingt. Also hier sind zwei Wasserfelder. Dann erforsche ich mal, dann scanne ich mal in die Richtung. Das heißt, das hier wird gescannt. Der ist gescannt. Und den scannen wir nochmal. Nee, wir scannen hier. Wer sagt denn, dass wir hier nicht einfach sofort scannen können? Wir müssen doch nicht ein Stückchen zum nächsten. Hier wird gescannt. Und jetzt testen wir das mal. Das habe ich noch nicht ausprobiert, wie das funktioniert. Mit dem Sensorturm. Das müsste eigentlich hier bei der Infrastruktur sein. Hier steht es. Sensorturm erhöht die Scanngeschwindigkeit, besonders bei nahen Sektoren allerdings. Erhöht die Vorwarnzeit für Katastrophen. Das ist ja auch wichtig. Vier mögliche Katastrophentypen gibt es. Habt ihr schon gesehen. Kosten, das ist okay. Das haben wir alles. Ein elektronisches Gerät, kein Problem. Und Metalle haben wir sowieso. Verbraucht zwei Energie, zwei Strom pro Stunde. Alles kein Problem. Wartung nur Metalle kann man machen. Die Frage ist, wo stellen wir den hin? Muss in der Nähe eines Drohnenkommandanten sein. Na, das heißt, wir sind jetzt doch ein bisschen limitiert. Das heißt, den kann ich, der nächste Drohnenkommandant, stimmt, er muss ja gebaut werden von einem Drohnen, von der Drohne. Also Richtung links, Richtung Westen irgendwo hinbauen, dann wahrscheinlich noch mit einem Stromkabel verbinden. Ich gehe nochmal raus, in die Richtung scannen. Hier sind noch mehr interessante Sachen, also sagen wir mal, wir würden den hier bauen, in dem Feld hier. Machen wir, ne? Hier an den Rand, hier vielleicht hin. Jetzt haben wir den Rover, den brauchen wir eigentlich hier im Einsatz. Was bauen die denn ab, die Drohnen? Die reparieren und warten ja ständig alles. Die werden hier auch noch weitere Gebäude bauen. Das ist überhaupt das Zentrum hier. Wir können die ja nicht überall hinschicken. Jetzt haben wir allerdings hier auch einen stationären Drohnenhub. Der kann im Prinzip die Versorgung mit Drohnen auch hier leisten, vor Ort. Das heißt, wir können als mobile, schnelle Einsatztruppe durchaus unseren ferngesteuerten Rover Richtung Westen schicken. Die Drohnen werden uns, glaube ich, automatisch immer dorthin geschickt, wo Not am Mann ist. Ihr seht ja den Bereich, wo die tätig sind. Ich schicke den mal hierhin nach links. Und da gucken wir mal einfach. Er sammelt jetzt alle ein. Und von dem stationären Drohnenhub aus kann hier die Wartung erfolgen. Hier kann überall gewartet werden. Das ist alles kein Thema. Und wir haben Glück, schaut mal. Das Betonvorkommen wird gerade noch erwischt hier von dem hier. Wenn wir hier gleich 1-1-1 hinstellen, dann haben wir echt Schwein gehabt. So, und der Drohnenhub, der Rover, der fährt jetzt hier nach links. Und jetzt teste ich mal, wie das ist mit dem Baum. Ob es tatsächlich so ist, dass wir allmählich den Sensorturm, ja, immer weiter nach links bauen. Den würde ich aber schon gerne, ich würde den schon gerne da bauen, wo der auch stationär erreicht werden kann, für die Wartung erreicht werden kann. Wisst ihr was, ich versuche mal, den mal hier hinzubauen. Das muss auch doch genügen. Genau hier in die Ecke. Wobei, der wird, der verstaubt dann schnell durch diese beiden Geräte hier, ne? Wir müssen irgendwann mal was machen, komm. Also, ein Drohnenturm hier links hin. Ein Drohnenturm, entschuldigt bitte, ein Sensorturm. Hier unten, die wollen wir ja auch noch, hier sind Metalle. Ich stell den mal hier hin. Hierhin kommen wir. Und dann brauchen wir natürlich nur noch die Stromversorgung.
So, das müsste reichen. Das kam mir gerade vor, als hätte ich ein Feld zu früh abgebrochen, aber weiter ging es nicht. Entschuldigt bitte. Ich schaue auch mal in der Forschung. Wir stellen schon mal die nächste Forschung ein. Ich habe überlegt, wir testen das mal mit den Pilzen hier. Die stelle ich schon mal hier in die Bauschlange, in die Forschungsschlange als nächstes rein. Die können nämlich auch außerhalb der Kuppeln dann erzeugt werden. Diese Nahrung über die Pilzfarmen, die müssen nicht innerhalb der Kuppeln stehen. Im Gegensatz zum normalen Farmen, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Ach so, wir wollten noch schauen, wo unser anderes Fahrzeug ist. Der sammelt. Ja, alles gut. Der macht das okay. Der Erkunder eilt zur Anomalie. Den Rover haben wir uns gerade schon angeschaut. Alles okay. Beton bei 16. Wird im Universallager gesammelt. Entschuldigt bitte, ich glaube, ich baue noch ein Betonlager dazu. Das brauchen wir früher oder später sowieso. Da stelle ich direkt... Oh, ist das groß? Nee, das ist ein Betonextraktor. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Hier, direkt da drüber. Hier links, dann können die immer dahin gebracht werden. Ah ja, so können wir das machen. Energievorkommen. Ihr seht es, er schrumpft ein bisschen. Das Einzige, was funktioniert im Augenblick, ist dieser Stirling-Generator. Wie geht es unserem Transporter? Lädt Ressourcen ein, bei 12 ist er. So sieht die Nacht aus. So sieht der rote Planet bei Nacht aus. Ach, schau mal, die kleinen süßen Drohnen mit ihren Lichtstrahlen. Das ist schon hübsch gemacht. Das ist jetzt keine spektakuläre Grafik, die einem die Schuhe auszieht und wo man denkt, wow, sowas habe ich noch nirgendwo gesehen, aber es ist sehr stimmig. Die Größenverhältnisse stimmen doch ziemlich. Und wenn ihr euch das mal anschaut hier, dann wirkt der Turm, der Sensorturm auch riesengroß einfach. Und was für ein Sternenhimmel. Klar, hier gibt es keine Lichtverschmutzung. Also nicht, kein überflüssiges, unnötiges Licht der Großstädte. Die Lichterfluten der Großstädte gibt es hier nicht. Man kann auch den echten Himmel... Oh, das sah aber cool aus. Na, das gibt's doch gar nicht. Wie irgendwelche Leute aus einem Dritte Weltland, die noch ihre Dinge auf dem... die ihre Waren auf den Köpfen transportieren, auf den Straßen. Das hat man früher hier auch gemacht, aber mittlerweile macht man das in Europa, zumindest in unserem Breiten ja nicht mehr. So, und das Gebäude ist nicht fertig, weil... muss mit einem Stromerzeuger verbunden werden. Kann das sein, dass wir hier nicht das Stromkabel wegen des blöden Untergrundes nicht bis direkt davor verlegen können? Doch, wir können es, Gott sei Dank. Da fehlte einfach ein kleines Stückchen. Der da oben rackert auch. Der ferngesteuerte Transporter hat noch Kapazität, sammelt die ganzen Metalle ein. Hübsches kleines Spiel, gefällt mir gut. Oh, die stimmungsvollen Bilder hier. Wie Glühwürmchen, das hatte ich zuletzt schon gesagt, huschen die hin und her. Und was da für Dreck in die Luft hochsteigt hier. Vom Betonextraktor, von den beiden aus. Wir können auch manuell das Warten in Auftrag geben. Also nicht das Warten. Wir warten ja derzeitig auf das Warten. Aber die geben im Prinzip auch selber Bescheid. Bald kommt die Sommer, die Sonne, die Morgensonne, die hier über die roten Sandwüsten des Mars aufzieht. Das
kleine Stückchen hier fehlt immer noch. Und er ist er voll, der ferngesteuerte Transporter. Lade Ressourcen ein. Er lädt immer noch. Der arbeitet wirklich Tag und Nacht. 17 sind noch da. Passen die noch alle rein? Nein. Anomaly analyzed. Oh, das ist gut. Wir haben eine weitere Anomalie erforscht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Und es ist diese hier und die da oben. Das bedeutet, diese Technologie auf der Erde erscheinen mehr Bewerber. Ist uns jetzt, wird uns jetzt angezeigt als erforschbar. Das ist der, das heißt der Bewerberpool, aus dem wir eine Auswahl treffen können, wen wir gerne mitnehmen möchten mit einer Rakete. Der Pool wird jetzt größer. Und damit haben wir potenziell mehr qualifizierte und passende Leute im Pool. Farm, Nutzung des Erdreichs, ein großes Gebäude innerhalb der Kuppel allerdings nur, das effizienter arbeitet und keinen Strom benötigt. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Aber wir erforschen jetzt bereits... Nee, erforschen wir noch nicht. Kommt demnächst, kommen die Low-G-Pilze, die niedrige Schwerkraftspilze. Also das ist natürlich etwas, das brauchen wir mal. Also wir müssen ja zuerst Nahrung produzieren und Wasser und Strom und Sauerstoff auf Vorrat und eine Kuppel hinstellen und das alles bevorraten, bevor überhaupt Leute kommen lassen können von der Erde. Weil sonst werden die ja eingeflogen und sind Sekundenbruchteile später tot. Das ist ja nicht unbedingt der Sinn der Sache, wenn man einen Arbeitnehmer einstellt. Das wäre natürlich eine coole Geschichte, auch für die Raketen, brauchen weniger Treibstoff. Alles lässt sich gut begründen, wir machen das aber tatsächlich mal hiermit zuerst mit den Low-G-Pilzen. Fehlt immer noch, das gibt's doch nicht. Achso, wir sind im Pausenmodus. Jetzt mal nicht mehr. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Das muss doch möglich sein, das kleine Stückchen hier anzuschließen. Ich muss doch schon sehr bitten. Kann das sein, dass das letzte Stückchen nicht mehr erschlossen wird? Durch den Drohnenhub? Doch, das ist angeschlossen. Hier muss doch eine Drohne hin unterwegs sein. Eine einzelne Drohne. Die Drohnen kümmern sich um Bau. Baufortschritt. Irgendwo ist ja eine einzelne Drohne, die gammelt rum und will da nicht hin. Ich fasse es nicht. Und hier vergeht die Zeit. Die Tage verstreichen. Ein klitzekleines Stückchen Stromnetz muss noch gebaut werden. Und irgendwo ist eine Drohne im Bummelstreik, wenn ich die finde. Die lege ich übers Knie. Die kriegt aber richtig, die kriegt richtig eins draufgebraten. Da mache ich ja keine, wir tanzen unsere Strafe Aktion oder irgendwas. Waldorfpädagogik hilft, glaube ich, nicht bei Drohnen. Da muss man mal hart zulangen. Schwarze Pädagogik ist gefragt im Umgang mit Drohnen. Lasst euch das gesagt sein. Falls ihr selber irgendwann mal Surviving Mars spielen wollt, ich predige es euch jetzt schon an dieser Stelle, seid gegenüber diesen Drohnen auf gar keinen Fall zu nachgiebig. Es rächt sich, ihr seht es hier an diesem Beispiel, ihr seht es, ich war einfach ein zu großes Weichherz bislang.